So, wir haben jetzt das Thema T-Jigs. T-Jigs sind kleine Jigköpfe mit Tungsten, genau. Tungsten in Deutschland besser bekannt auch aus dem Material Wolfram. Ja. Der Clou an der gesamten Sache ist im Grunde genommen, dass Tungsten eine ganz, ganz andere spezifische Dichte hat als Blei. Eine viel, viel höhere spezifische Dichte. Damit können wir mit den kleinen Gewichten auch ungemeine Wurfweiten erzielen. Was jetzt, wenn man in Physik nicht ganz so aufgepasst hat, bedeutet, bei gleicher Größe ist eine Tungstenperle schwerer als Blei. Genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Ich habe bisher immer gedacht, dass Blei mit das Schwerste ist. Also Tungsten ist noch schwerer als Blei. Tungsten ist schwerer als Blei, genau. Und der Vorteil ist natürlich, dass wir ganz, ganz kleine Köpfe haben, die aber schon ein relativ hohes Gewicht erreichen. Wir haben jetzt in dem Beispiel haben wir hier eine 0,7 Gramm Tungstenperle, die geklebt ist richtig auf den Haken und lackiert ist. Und im Beispiel dazu wären Blei natürlich deutlich, deutlich größer, fast das Doppelte. Ehrlich? Genau so sieht's aus. Okay, alles klar. Und die gibt es ja in verschiedenen Gewichtsklassen. Genau. Welche Gewichte habt ihr denn? Also die gängigsten Gewichte sind im Grunde genommen im Forellensektor so 0,3 Gramm bis hin zu 1 Gramm. Wir bieten die Gewichte jetzt an in 0,3 Gramm, 0,5 Gramm und 0,7 Gramm. Schwerer wollen wir eigentlich gar nicht gehen. Also ganz, ganz kurz, da ist immer eine Null davor. Wir reden jetzt hier nicht von 1, 3 und 7 Gramm, sondern wir reden von... Wir sprechen tatsächlich von 0, Werten. Okay, da kann man auch immer sagen, das ist ultraleit. Genau, genau. Und deswegen gerade das Tungstenmaterial mit dieser spezifischen Dichte und dann noch die Ultraleitrouten. Damit können wir diese ganz, ganz kleinen Gewichten und mit diesen weichen Routen können wir wirklich enorme Wurfweiten erzielen, auch mit diesem Tungstengewicht. Also so ein Ding feuert man auch locker 25 Meter weit? Auch deutlich weiter. Okay. Ohne Probleme. So, also hier ist mal so ein montierter. Genau. Das ist wahrscheinlich ein 0,3er-Kopf. Ne? Das wird der 0,3er-Kopf sein, genau. Ja, so, okay. Extrem leicht auf jeden Fall. Und kann man also wunderbar werfen, die Dinger, ne? Die kann man astrein werfen. Ganz kurz nochmal, also Tungsten hat eine höhere Dichte, ist also bei gleicher Größe schwerer. Und Blei ist ja relativ weich, das heißt, Blei könnte man theoretisch auch hier festkneifen, aber Tungsten ist, glaube ich, was... Tungsten ist sehr, sehr hart und auch bei der Produktion ist das schon ein Faktor. Tungsten hat einen unglaublich hohen Schmelzfaktor, das ist also ein Schmelzpunkt. Sprich, das ist wirklich sehr, sehr kompliziert, diese Tungsten-Bleie wirklich auf den Haken zu gießen. Ne? Okay. Also das ist wirklich nicht einfach. Also ich sag mal, wenn das Ding sich irgendwie mal lösen sollte und man kommt auf die Idee, das mit den Zähnen festzubeißen, schlechte Idee wahrscheinlich. Füllung ist dann sehr wahrscheinlich raus. Alles klar, okay. Ja. Also relativ hartes Material. Genau, extrem hartes Material. Ja, und dann, man muss jetzt nicht unbedingt nur diese Rippengummis nehmen, man kann eben auch solche... Alle möglichen Gummiköder lassen sich damit wirklich wunderbar führen. Natürlich kommt das immer ein bisschen auf die Laufeigenschaft auch vom Gummiköder selbst an, aber wirklich mit diesen Tungstenköpfen und an dem leichten Einzelhaken ist das wunderbar, dass man die Gummis leiern kann, man kann die leicht zupfen. Mit Rutenschlägen und die und bewegen sich nicht super. Nicht nur auf Forellen. Nicht nur auf Forellen, genau. Wir haben vorhin gerade schon darüber gesprochen, dass wir das auch mal auf Barsch ausprobiert haben und das auch sehr, sehr erfolgreich. Ja, kann ich bestätigen. Funktioniert also wunderbar. Auch die Angelei Ultralight auf Barsch, auf Raubfische, der Hammer, absolut. Funktioniert genauso gut wie am Forellensee. Klasse, wunderbar. Ja, also sieht auch irgendwie förmig aus, das Ding. Genau. Ja? Und wenn man den jetzt durchs Wasser zieht, dadurch, dass er schwerer ist als Blei, wenn man ihn jiggt, fliegt er dann immer so oder? Im Grunde genommen nicht. Ich leier die Köder ganz gerne durch und gebe in der Route noch ganz, ganz leichte Schläge, dass er wirklich so ein bisschen wie im Zickzack läuft. Okay. Und man kann ihn auch wirklich langsam führen. Also es ist nicht nur, dass er so direkt auf den Boden plumpst, das ist natürlich auch, das machen natürlich die leichten Gewichte auch aus, die wir da drauf haben. Ja. 0,3 Gramm Kopf kann man ganz, ganz problemlos sehr, sehr langsam an den Fischen vorbeiziehen und die auch wirklich damit ein bisschen reizen und provozieren. Ne? Klasse, wunderbar. Also das ist jetzt nicht ein Köder, der so schwer ist, dass er ständig auf den Boden plumpt, sondern den kann man auch wunderbar gleichmäßig nicht wirklich jiggen. Man kann die Köder natürlich auch jiggen und dann auch sehr, sehr langsam, hat taumelnde, langsame Absinkphasen. Mhm. Geht auch, aber wie gesagt, das Leiern und leichte Schläge in die Route, das ist definitiv die Variante, die man am Forellensee anwenden sollte. So, und hier sehe ich nochmal, hier gibt es sie also auch in verschiedenen Farben. Ne? Genau. Und ich denke mal, das Orange dürfte UV-aktiv sein. Ne? Absolut, genau. Wir haben einen relativ hohen Wert darauf gelegt, dass wir drei UV-aktive Farben dabei haben. Ja. Und aber auch ganz, ganz standardgemäße Farben. Sprich, so ein ganz, ganz einfaches Silber, einen pinken Köder. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Oder hier so mehr fast wie Blei. Genau, Blei, genau. Ne? Fast eine Bleifarbe. In dem Fall ist das jetzt wirklich die Tungstenfarbe, wie es auch bei der Herstellung wirklich aus der Fabrik letztendlich kommt. Ja. Und hakengrößenmäßig? Hakengrößen haben wir die traditionellen Forellenhakengrößen genommen. Von der Größe 4 anfangend über die Größe 6 bis hin zur 8. Also haben damit wirklich alles abgedeckt. Egal, ob man in Dänemark auf große Lachsforellen angeln möchte bis hin zu 8, 9 Kilo. Oder auch in Deutschland auf die Standardsatzforellen fischen möchte.
da ist für jeden Angler wirklich die richtige Hakengröße dabei, die richtige Farbe dabei. Und ich glaube, dass auch im Endeffekt ein wirklich, wirklich tolles und gelungenes Produkt dabei also ist. Also eine interessante Alternative zum klassischen Blei-Jig-Kopf, die es ja in der Größe eigentlich auch eher wenig gibt. Ne? Absolut, genau. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, gerade in Dänemark und in den skandinavischen Ländern haben wir bereits ein Bleiverbot. Sprich, da ist Tungsten wirklich die Möglichkeit, das Bleiverbot zu umgehen. Tungsten ist nach wie vor erlaubt zu fischen in Dänemark und definitiv auch die Alternative schlechthin. Alles klar, wunderbar. Perfekt. Ja, also ein sehr interessanter Köder und war mal interessant, ein bisschen was über Tungsten zu erfahren. Absolut. Vielen Dank. Gar kein Problem.